Ja, haben wir ja schon mitbekommen. Ist das zum Sammeln? Nö, das sind einfach nur ein paar Steine. Und dahinter haben wir ja mitbekommen. Ach komm, jetzt komme ich hier tatsächlich nicht über diesen Baumstamm. Gibt es Monster? So wie die hier. So kaputt. Perfekt. So, plündern, plündern, plündern. Oh je, da ist so ein Berg. Sieh mal, wir müssen hier unten lang. Na gut. Mir ist übrigens aufgefallen in der letzten Aufnahme, dass ich mein Mikrofon auf Vor-Channel gestellt habe, heißt das so. Das hat da oben so einen kleinen hübschen Drehknopf, da kann man einstellen, macht man Two-Channel, Four-Channel, XY oder MS. Und je nachdem, wie es aufgestellt ist, stellt es dann auch die Mikrofone anders ein. Deswegen, als es dann jetzt Four-Channel war, hat es blöderweise das Echo meiner Stimme mit aufgenommen, die von meinem das von meinem Bildschirm zurückreflektiert wird. Deswegen hört sich meine Stimme vielleicht in der letzten Aufnahme so an, als würde ich in einem, ja, als hätte sie ein bisschen Hall, als würde ich in einem größeren Raum sitzen. Jetzt aber sehe ich gerade, ist es wieder richtig eingestellt. Deshalb müsste alles passen, so wie es gerade ist. Hoffe ich zumindest. Ich merke das ja immer erst im Nachhinein. Cool. So, dann wollen wir mal sehen, was erwartet uns in der Wurzelpassage. Ich glaube ja nichts Gutes. Also hoffentlich lohnt sich. I'd love to have enough time to explore it. I might discover some secrets of the natives' exceptional knowledge. Be respectful. We are in a sacred passage. Which is for initiation and meditation. We did not come to defile this place, and we do well to hurry. The Tiernaha Kadaktis has quite the head start. Richtig. Wir wollen diesen Ort natürlich nicht schänden oder sonst irgendetwas damit machen. Wir wollen einfach nur wissen, ob sie ein Heilmittel für uns hat. Und das sieht in der Tat sehr cool hier aus. Hier würde ich gern wohnen. Oder zumindest eine Wanderung machen. So, kriegen wir den glatt, ohne dass uns der andere sieht. Oh je, die sind aber stark gepanzert. Oha, also der Zornangriff macht genau gar keinen Schaden. Der hat keine Schilder mehr, da müsste genug sein. Ah, verdammt. So, jetzt noch hier. Oh je, der hat noch volle Schilder. Moment, ich gebe da mal eine Elementarfalle. Komm her. Sauber. Also Elementarfalle macht die Schilder halt wirklich alle ganz schnell ganz viel weg. Na, komm, plündern. Das hier sollst, den hier sollst du plündern. Will nicht, na gut. Kannst du den mal mitnehmen, hallo? Von welcher Seite muss ich mich da jetzt hinstellen, damit ich den plündern kann? Blödsinn. Naja, egal. Wie sieht es denn hier aus auf der Karte? Alles nur ein recht schlauchförmiger Gang. Ohne Abzweigung, ohne Rundgang, wie wir es aus den letzten Höhlen kennen. Och nö, nicht die Viecher. Ha!
Na komm her. So. Das ging gerade nochmal gut. Die waren jetzt wohl nicht so stark und weshalb uns das Gift nicht so viel ausgemacht hat. Weil ansonsten sind wir immer ganz schnell down. So, jetzt sehe ich hier eine Abspreizung und hier ist das Ziel, deswegen gehe ich erstmal hier lang. Eines jeden guten Spielers oberste Pflicht ist es, immer den Weg zu gehen, der nicht direkt zum Ziel führt, weil man könnte ja was verpassen. Auch im echten Leben sollte man das so machen. Aha, ich hab's mir gedacht. Oh Mann, ich muss hier raus. Nee. Geh mal auf den hier, ganz genau. Haben wir ein bisschen Schaden ausgeteilt. Ey. So. Also, ich weiß nicht, ob das gerade der Schuss von der Afra, die das Viech gerade getroffen hat, aber das hat gerade erstaunlich wenig Schaden gemacht. Ich dachte, die dicke Kanone, die da bei sich hat, würde richtig reinballern, aber scheinbar. Ja, ist wahrscheinlich nur gegen die Rüstung von den Gegnern. So, hier haben wir noch mehr Flederwichte. Aua. Oh, ich treffe auch immer daneben. Heiltrank, damit ich das Gift ein wenig ausgleichen kann. So, jetzt aber. Oh, da hinten ist noch einer bei Siora. Ah ja, jetzt haben wir ihn. Gut. Okay, hey, hier teilt sich der Weg ja nochmal auf, sehe ich das richtig? Okay, da kommen wir dann sicher hier zurück. Dann gehe ich zuerst rechts rum. Rechts rum ist da rum, ne? Oh, was ist das denn Schönes? Ha, sieht aus wie eins dieser Monster, das zu einem Stein oder zu einem Holztotem erstarrt ist. Große Sense. Große Sense? Große Sense. Oh! Schwere Zweihandwaffe, Kraft 4. Das könnten wir dem Kurt geben, aber ich glaube, der hat bis jetzt nur Kraft 3, wenn ich mich nicht täusche. Es sei denn, er ist auch mit uns aufgelevelt, weil wir sind ja letztes Level... Waren wir 22? 21, nee, 22 kriegen wir gleich. Dann könnte er vielleicht schon genug Kraft haben, um die große Sense zu schwingen. Wie der Sensenmann flügt er dann hier durch das über die Insel. So, hier geht's weiter runter und oh, da hätten wir uns vielleicht anschleichen sollen. Aber macht nichts, die sind nicht so stark, die haben nicht so viele Schilde. Aua. So, komm her. Und gleich nochmal. So, haben wir die Jungs. Wunderbar. Plündern, plündern. Plünderino, Lino, plündern. Sonst noch wer? Nö. Und jetzt müssten... Ah, sieh mal, da sehe ich doch schon die Filet der Biester hängen. Na? Einfach mal aus Interesse. Wenn ich jetzt mich hier so vorbeischleiche, kommen die trotzdem runter? Ha, interessant. Und hier ist auch eine Brücke. Sehe ich das richtig? Okay. Ach nee, das ist hier der Felspfad. Ah, und hier ist dann die Brücke, wo wir zu unserem
Ziel kommen? Nee. Doch, hier ist der Eingang. Hier ist ein Ausgang. Und hier müssen wir dann da lang. Eingang, Ausgang, da lang. Aber jetzt haben wir wenigstens alles erkundet. So, kommt runter. Ich finde es immer lustig, dass die Alpha zuerst die Granate wirft und dann Granate schreit. So mache ich es auch immer. So, war's das? Ja, das war's. Oh, das kann man sicher wegsprengen. Ha! So, wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Okay, irgendwo, wo wir auch noch gar nicht waren. Dann gehen wir mal hier links rum, um den Weg vollständig aufzudecken. Und dann gehen wir weiter geradeaus. Aha! Oh. Das macht keinen Spaß. Ich habe keine Fallen mehr. Aua. Oh nein, das machst du nicht. Oh, verdammt, ich wollte gerade noch ausweichen. So. War's das? Schön, das war's. Also wir werden echt immer besser. Aber das hat das Spiel ja so an sich. Je länger man es spielt, desto besser wird man. So, was ist das denn jetzt hier? Das sieht ja schon fast wieder wie der Wald aus. Was haben wir hier? Ist da etwas, was wir mitnehmen können? Nee, sieht nicht so aus. Aber das ist eine ziemlich coole Höhle. Oh, jetzt sind wir hier wieder zurückgekommen. Oh je, wo führt denn das noch alles hin? Das will ich mir ansehen. Vielleicht gibt es ja wieder eine coole Sense oder so etwas. So, wir sind von dahin jetzt. Aha, ja. Mal sehen. I can't do that. Schleichen 2. Level 2 Intuition. Oh je. Ich glaube nicht, dass wir so viel Intuition haben. Gehört das zu den Attributen? Ausdauer, Genauigkeit, Beweglichkeit, Willenskraft. Intuition haben wir nix. Wow. Super. Und erst wieder ab Level 25 kriegen wir einen Punkt. Das kannst du vergessen. Da kommen wir niemals durch. Und wenn wir dann Level 25 sind, beziehungsweise Level 30, wenn wir beides in Intuition reinhauen, habe ich das bestimmt schon wieder vergessen. Naja. Sei's drum. Geradeaus weiter, dann müssten wir ja hier zur Schamanin kommen. Oh je, was sind das jetzt für welche? Wer ist das denn? Was ist das denn? Hoffentlich ist es jetzt nicht die Schamanin. Nee, die Schamanin sieht anders aus. LP-Heilung. Ah, so etwas ähnliches haben wir schon, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und auch alles mitnehmen. So, da geht's jetzt über die Brücke wieder zurück. Das war mal nett. Deswegen gehen wir hier lang. Ja, ich sollte nicht so viel rennen. So. Jetzt aber. Plündern, plündern. Kriegen wir wieder Kieferharz zurück von der Bombe. Von denen soll ich mir auch wieder ein paar herstellen, oder? Wie viel habe ich denn noch? 6.